Wir haben das Stadtrecht, wir sind eine Kleinstadt, haben ca. 1000 Einwohner, haben eine Arztpraxis noch, haben eine Apotheke, haben einen wunderschönen Kindergarten, eine Grundschule, die gut gefüllt ist. Die Radegaster sind sehr fleißig mit dem Nachwuchs. Wir haben viele Vereine. Es gibt den Sportverein noch, es gibt die Feuerwehr mit dem Feuerwehrverein, den Heimat- und Trachtenverein, die Falschmünzerei, die auch über die Ortsgrenze von Radegast sehr bekannt ist, und den Verein Radegast Beleben, Gartensport und sowas alles gibt es alles in Radegast. Wir haben auch einen Friedhofspark, einen Bürgerpark und sind froh, dass wir uns heute mal hier vorstellen dürfen. Schön. Zur Kultur in Radegast. Was macht ihr so, um die Leute ein bisschen mit an der Hand zu nehmen? Also in den letzten Jahren engagiert sich der Verein Radegast Beleben mit vielen Veranstaltungen. Also es fängt an, also die erste Veranstaltung im Jahr ist das Weihnachtsbaumverbrennen, das kommt vom Feuerwehrverein. Dann gibt es das Osterfeuer, das ist Feuerwehrverein und Heimatverein. Und im Vorfeld ist immer der Radegast Beleben-Verein, der dann den Spielplatz im Vorfeld für den Sommer fertig macht und das als Eröffnung nimmt. Da hat man letztens die Matschanlage eröffnet, vor 2-3 Jahren. In Trinkwasserspunden haben wir da. Dann geht es weiter mit dem Brunnenfest. Das findet hier auf dem Markt statt. Dieses Jahr konnte es leider erst im Herbst stattfinden. Dann kommt ein Flankyballturnier, dann kommt das Straßenfest, was immer größer wird. Dann gibt es das Volksfest jährlich, das ist auch schon über 30 Jahre, das ist auch schon große Tradition. Und zum Herbst hin kommt dann noch der Martinsumzug, das Sternleuchten. Mhm. Sternleuchten insofern in der Rathenaustraße und ganz mittlerweile fast in vielen Häusern Radegast sind diese Herrenhüter Sterne angebracht. Die werden vom Verein Radegast Beleben gesponsert. Und hier am Markt hängt ein großer und am Mittwoch vor dem ersten Advent wird hier ein kleines Grillfest gemacht mit Bieren, 2-3 Stunden. Das wird immer sehr gut angenommen und nach dem 24. dürfen dann nach diesem Mittwoch dürfen die Sterne angeschaltet werden. Und dann als Jahresabschluss ist das Schlüppen-Advent, das Freitag und Sonnabend ist, und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also Sie werden mal überrascht. Wir sitzen hier auf dem Marktplatz in Radegast, ist es richtig, Radegast? Vor uns steht die Deutsche Eiche, sehr alt dazu habe ich aber, nehmen wir den Werner Helmig sitzen. Er wird uns was dazu sagen, wie alt die Eiche ist, denn er ist der Ortschronist von Radegast und kann uns da sicherlich mehr sagen. So ist es nun auch nicht, aber die Eiche ist anlässlich des Sieges, des deutschen Sieges, des deutsch-französischen Krieges 1771 gepflanzt wurden. Ja, hier davor stand noch ein Denkmal, wo jetzt der Brunnen ist. Das war noch das Siegesdenkmal mit der Germania, mit dem Siegeskranz oben drauf. Hat man 1949 mit dem Pferdevorwerk umgezogen, weg, vernichtet praktisch. Ist auch nicht mehr da irgendwo bei Ihnen in der Scheune noch? Da wurde die Feuerwehr eingesetzt. Die haben das mit dem Vorschlaghammer kurz und klein geschlagen und das wurde dann in der Tankete verbracht. Das wurde völlig vernichtet. Und zu DDR-Zeiten stand da was anderes? Ja, das war ein Brunnen. War schon zu DDR-Zeiten ein Brunnen. Den hat man nachher verfüllt mit Erde und hat Blumen drauf gepflanzt. Und jetzt ist das, ich glaube, 1993 ist dieser Brunnen hier entstanden. Also die Eiche, gibt es da noch Bilder von alten Bildern, dass man sagen kann, man hat wirklich einen Nachweis noch? Ja, hat man auch noch, Dann war ja ein schöner Zierzaun davor, drumherum, um die Eiche. Und das war so um 1910 sind die Bilder, da habe ich noch welche. Mhm. Und es war natürlich schön, wie das damals gewesen ist, wie sie das gepflegt haben. Das ist alles ein bisschen anders geworden. Heute wird er wieder gepflegt, der Markt. Der war mal eine Zeit lang ganz schön verlottert. Aber das ist eigentlich unser Aushängeschild, der Marktplatz hier. Und man muss dazu sagen,
Dieser Markt ist einer der wenigen grünen Märkte in Deutschland. Es gibt nicht mehr viele grüne Märkte in Deutschland, aber Radias gehört eben mal dazu, zu den grünen Märkten. Wochenmarkt oder sowas findet ihr ja nicht statt? Nicht mehr, war. So, was kann man sagen? Das war ja die Wochenmärkte waren vielleicht bis 2000, war? 2000 so, und dann hat das aufgehört. Das war zu gering, die Kaufkraft. Die Händler haben dann nicht mehr den Umsatz gemacht, den sie brauchten. Ach, so also haben sie das dann ganz weggelassen. Ich habe mal noch eine Frage an den Bürgermeister. Wird der Baum irgendwie geschützt mit Blitzanlage oder sowas hier, dass der Blitz nicht einschlägt? Leider nicht. Da hat schon mal der Blitz eingeschlagen. Da oben ist auch schon öfter schon und da oben ist auch ein Ast schon weg, ein großer. Ja, ist da oben schon abgefahren. Die Abdeckung, die wird jetzt auch erneuert. Da sind wir jetzt gerade mit dem Bauhafen verhandeln, dass da oben eine neue Abdeckung drauf kommt und es muss hier auch ausgeästet werden. Also hat auch leider unter der Trockenheit ein bisschen gelitten, der Baum. Aber wie gesagt, wir müssen den schützen, weil Werner sagt ja schon, das ist schon ein Aushängeschild auch für Radegast. Ja, weil das ist ja auch eine tolle Sache. Wenn man so einen Baum noch hat, viele Orte haben sie alle weggemacht oder sind irgendwie eingegangen. Neben mir noch etwas weiter außen sitzt noch ein junger Mann, der ist derjenige verantwortlich für den Fuhne-Wanderung. Und das ist der? Roland Münzdorf. So, jetzt sagen Sie mal was zu Ihrer Fuhne-Wanderung. Das ist ja nun legendär schon. Kann man ja jedes Jahr eine Zeitung lesen und so weiter und so fort. Ja. Wird sie denn angenommen? Die wird angenommen, ja. Ist eigentlich schön, dass viele Naturfreunde und Wanderfreunde kommen, die Frühjahrswanderung und die Herbstwanderung sich mit dran beteiligen. Mhm. Und das Ziel ist gewesen, damals den Leuten die Natur der Fuhneaue näher zu bringen. Und vor allen Dingen, da ich auch der ortsansässige Jäger bin hier im Ort, auch das Image der Jäger ein bisschen zu heben, weil meistens sind doch wir die Bösen. Und das ist aber nicht so, denn die Jäger, deren Arbeit besteht doch zu 70% aus Hege und Naturschutz. Und der Abschuss nachher ist doch nur eine Regelung, um alles im Gleichgewicht zu halten. Das ist doch unsere Aufgabe. Und ich muss nochmal auf die Fuhnenwanderung zurückzukommen. Wo beginnt die, wo endet die? Fängt das auch bei der Quelle an, oder? Der Beginn ist immer hier in Radegast an der Eiche und dann wechseln wir je nach Jahreszeit, wenn wir gehen, mal Richtung Zewitz zur Quelle, in Quelle-Richtung zur Fuhne. Und die andere Richtung ist nachher Kösitzer Deich, Park Kösitz. Und weil ja viele auswärtige Wanderer hierher kommen, Bitterfelder Wanderverein, Wolfner, Gräfenhainchen und die kommen hierher, ja. Wann ist der nächste? Immer am ersten Sonntag im Mai und am ersten Sonntag im Oktober. Also sind gerade jetzt einer gewesen? Es ist gerade einer gewesen. Und wurde auch gut angenommen? Ja, wurde gut angenommen, gut. Ja. Ja. Schön. Was sagt der Bürgermeister dazu? Wunderschön. Ich freue mich, dass die Aktivitäten da sind. Herr Menzdorf hat dieses Jahr das 30 Jahre gehabt, nicht? Ja, 30 Jahre. 30 Jahre. 30 Jahre hat sich das gehalten, durch gute und schlechte Zeiten. Hut ab, dass die Leute das wirklich durchziehen und machen. Es wird auch viel von vielen Auswärtigen angenommen. Ist auch ein Aushängeschild für Radegast. Ja, wie kommt Radegast zu den Namen Radegast? Es ist ja, Radegast gibt es in Deutschland 5-mal. Und jeder beruft sich auf den slawischen Kriegsgott. Radegast ist der. Und wir haben ja hier unten den sogenannten Teufelstein. Das war eine Kultstätte oder soll eine gewesen. Denn Radegast, die erste Erwähnung des Namens Radegast, erfolgte ja schon im Jahre 600 bis erstes Jahrhundert vor unserer Zeitenrechnung, vor heute. Aber nicht jetzt urkundlich erwähnt. Urkundlich erwähnt sind wir erst 1244. Wobei wir ein schlimmes Ereignis hatten, 1127, mit dem Grenzstreit an der Fuhne, wo sich Kursachsen, Sachsen-Merseburg und Anhalt gestritten haben über den Verlauf der Fuhne. Weil die Fuhne selber war ja fast 3 Kilometer breit von Radegast und Zürich. Und da wurde nachher der sogenannte Fuhne-Landgraben gezogen und dann ging der Grenzverlauf, mit dem verschiedene Leute und Länder, was jetzt Sachsen, Kursachsen war, nicht einverstanden oder irgendjemand, wer oder Anhalt, weiß ich nicht, wer denn diese
Aussprache oder diese Grenzziehung feststellen wollte. Und man hat da einen Rechtsgelehrten von Petersberg, aus dem Kloster Petersberg, den Rechtsgelehrten Pankratius hinzugezogen. Und der sollte hier die Sache mit beobachten und dann klären zwischen Kursachsen, Sachsen-Merseburg und Anhalt. Und da der Pankratius, der Rechtsgelehrte, nicht zum vereinbarten Termin zurück war auf dem Petersberg, wurde ein Suchtrupp ausgesandt in Richtung Radias. Und da haben sie den Pankratius dann gefunden im Fuhnesumpf mit eingeschlagenem Schädel. Mhm. Und die haben den Pankratius wieder zum Petersberg gebracht, haben den da bestattet. Aber wer diese Freveltat begangen hat, konnte keiner mehr sagen, feststellen. Es ist eben so, das war im Jahr 1127 passiert. Dann hätte, aber es ist nicht urkundlich. Es muss ja ein Ort, der jetzt urkundlich erwähnt wird, muss ja schon vorhanden sein. Ich kann jetzt nicht in die Wiese oder im Wald gehen und kann sagen, das ist der Ort ABC. Der Ort muss da sein, irgendwie eine Altsiedlung und. Und dann kann er irgendwann, dann wird er dann sowieso urkundlich erwähnt. Und ab da gilt ja nun erst das Bestehen des jeweiligen Ortes. Richtig, also von der ersten Urkunde, die ja vorliegt. Die erste Urkunde von Radias ist 1244. Also wird dann auch auf diesem immer das Jubiläum gefeiert von diesem Jahrestag. Dieses Jahr 333 Jahre Radegast. Entschuldigung, 333 Jahre Teurer Christian. Und 177 Jahre Radegast. Konnten wir aber leider nicht feiern durch Corona. Wir werden mal sehen, ob wir das nächstes Jahr irgendwie nachholen können. Und dann machen wir eben 777 plus 77 Tage oder irgend sowas. Also es wurde gesagt, es gibt noch 5 Radegäste in Deutschland. Ja. Herr Böhmer, besteht da Kontakt? Zu dem Radegast an der Ostsee, ja. Da hat die Feuerwehr engen Kontakt. Die haben eine Partnerschaft geschlossen. Und wir versuchen jetzt irgendwann demnächst auch im Ortschaftsrat, das liegt eigentlich schon länger auf dem Tisch, da eine Städtepartnerschaft oder Ortspartnerschaft zu machen. Die Radegaste oben an der Küste sind auch oft zu Festen hier. Zum Brunnenfest waren sie schon mit da. Und dann, und ihr fahrt auch hin? Wir fahren auch hin. Wir waren auch zum Jubiläum da, nicht zum Feuerwehrjubiläum, waren mit oben. Und gut, das so. Das hat aber mit der slawischen Vergangenheit was zu tun, weil in Radegast gibt es in der Tschechischen Republik, in Polen und in Deutschland 5-mal. Ja, da gibt es an der Elbe Radegast, dann gibt es hier, was er schon erwähnt hat, Bad Doberan gibt es ein Radegast, dann gibt es hier ein Radegast bei Gardelegen und ein Radegast bei Torgau. Und wir hier. Und dadurch, und das bezieht sich aber alles auf die slawische Vergangenheit, auf den, die jeweiligen Leute beziehen das dazu. Die slawische Vergangenheit, der slawische Kriegsgott Radegast. Da kommt der Name direkt eigentlich her, von Radegast, von diesem Kriegsgott. Das ist ja. Ist ja heute noch ein kriegerischer kleiner Ort hier, oder? Na, wir haben ihn schon ein bisschen zurückgenommen. Habt ihr schon ein bisschen zurückgenommen. Na gut. So, schön, dann bedanke ich mich. Ich hätte jetzt noch einen kleinen Einwand. Mir ist vorhin noch was abhanden gekommen. Bitte? Wir haben auch eine wunderschöne Rettungswache seit diesem Jahr. Ja, und wir haben auch eine Tagespflege seit diesem Jahr. Also ist für alle Altersgruppen was gemacht. Grundschule, Kindergarten, Tagespflege, Rettungswache, also alles dabei. Also, neuerdings gibt es auch seit 3 Ausgaben eine Drahtstand in Radegast, das ist eine Zeitung, die kommt alle 4 Jahre, wo dann die ganzen Vereine sich darstellen können, beziehungsweise wo die Drahtstand dann mal so die Neuigkeiten hinter vorgehaltener Hand. Gibt es auch eine Person dazu? Ja, ein Kostüm? Es gibt, wir haben ein Maskottchen mittlerweile, aber nicht zur Drahtstande, sondern zum teuren Christian, unser Wegedenkmal, Wahrzeichen-Wegedenkmal, da können wir uns dann mal vorne in der Bushaltestelle angucken, das ist neu gestaltet worden und das Maskottchen gibt es auch, aber zur Drahtstande gibt es kein, das ist ein Pseudonym, da tragen dann alle zusammen was. Vielleicht findet doch mal jemand, der sich die Kittelschürze umbindet, ja, das können Kopftuch wir ummacht und dann eine Drahtstande. Wir müssen ja noch ein bisschen was für die Zukunft haben, wir können ja nicht gleich alles mit einmal machen.
Es gibt natürlich einen schwarzen Fleck, nennen wir es mal so. Das ist hinter mir die ehemalige Gaststätte. Oder kannst du dazu was ganz kurz sagen? Ja, das war zu meiner Jugendzeit noch ein großer Anlaufpunkt, auch eigentlich immer von Radias. Früher war es Bars, dann nach der Wende war es der Prinz von Anhalt. Und die Besitzer haben dann in die alten Bundesländer gewechselt und dann ist es in mehrere Hände gegangen. Und jetzt mittlerweile dann war es mal jahrelang herrenlos, wo im Prinzip wir die Chance gehabt hätten, das wieder herzurichten durch Unterstützung vom Land. Aber dann hat sich das jemand überschreiben lassen. Und seitdem blutet einem das Herz, wenn man hier vorbeigeht und sieht. Ich mache das auch emotional, weil das wirklich ein Stück Radias ist, was mir auch am Herzen liegt. Aber wir haben bis jetzt noch keinen gefunden, der viel Geld hat und sagt, ich investiere hier 2 Millionen und sage, das gehört zu Radegast. Das ist auch auf jeder Postkarte, alten Postkarte drauf. Auf unserem Logo von Radegast Beleben ist es auch mit drauf. Es ist einfach ein Stück Radegast und es wäre jammer, jammer schade, wenn es. Es tut einem weh. Es tut weh. Und wenn ich die beiden Herren hier hinter mir sehe, dann geht es genauso. Also es ist jammer schade, dass das Objekt hier so vergammelt. Man kann nicht hingucken, wirklich ehrlich. So, wir haben einen Ortschronisten hier. Kurz was dazu sagen. Ja, wie gesagt, der erste Bau wurde abgerissen, weil sich hier ziemliches kriminelles Gesindel angesiedelt hat. Und da hat der alte Dessauer das Ding wegreißen lassen und hat dieses 1717 diesen Bau erstellen lassen. Aber das gehörte zur Domäne. Die Domäne war hier. Und das ganze Gebäude gehörte zur Domäne mit riesengroßen Keller. Das gesamte Gebäude ist unterkellert. Und es wurde dann verkauft an die Witwe Kurzhals im Jahr, das kann ich jetzt nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber ich lasse es mal weg, an die Witwe Kurzhals verkauft, die es dann wiederum mal verkauft hat. Und so ging das dann weiter zu Borst. Dieser Bau steht seit 1717, hat denn der alte Dessauer. Der alte Dessauer deswegen sich für Radiast ein bisschen verwandt oder für Radias ein Herz gehabt. Stark gemacht, ja. Er hatte hier in der Domäne eine Mätresse. Wird ja. Interessant. Und die er dann regelmäßig besucht hat. Und sie wird ihm denn schon so einiges ins Ohr geflüstert haben, weil 1702 wurde die Kirche gebaut, die neue jetzt. Radias hatte ja 1273 schon eine Kirche. Laut Kösitzer Kirchenbücher. Und diese Kirche wurde dann neu gebaut. Die war abgebrannt, die alte Kirche. Und dann hat er die gebaut, 1702. Und 1717 hat er dieses Gebäude neu erstellen lassen. Und es ist zu vermuten, dass seine Freundin hier im Gesteht, er kam immer von Dessau nach Radias geritten mit seinen Adjutanten. Der Adjutant musste hier drüben schlafen, das war das alte Rathaus, der Bürgermeister und die Polizeistation später. Und er hat natürlich hier bei der Familie Braune, die dieses Gesteht über 130 Jahre gepachtet hatten. Also Gesteht war es nicht, das war die Domäne, fürstliche Domäne, gehörte nach Dessau. Haben die über 130 Jahre gepachtet und seine Freundin war eine Tochter des Hauses. Gut, so, ich habe noch eine Frage an den Bürgermeister. Ihr habt ja nun eine Umgehungsstraße hier in Radias. Seid ihr damit eigentlich glücklich oder ist das ein bisschen... Ja, eigentlich ja. Also zum Anfang war es natürlich, dass die Geschäfte darunter gelitten haben. Aber im Endeffekt sind wir froh, dass es so ist. Es ist eine ruhige Stadt geworden. Wir haben den ganzen Verkehrslärm, das wäre heute auch nicht mehr möglich, in dem Umfang hier den Verkehr durchzuleiten. Wir hatten da auch, was früher Tierarztbriefe war, da hat es auch manchen Unfall gegeben. Da sind die Russen reingefahren in der Ecke. Also es ist schon... relativ eng gewesen, Radegast. Also er war ganz zufrieden damit. Umgehungsstraße war gut. Ja, gut. Nach der Wende kamen ja die großen Sattelziege hier durch. So, und die sind ja gar nicht mehr rumgekommen um diese Kurve. Die mussten wieder rückwärts raus. Ah. Die mussten wieder zurück, sind nicht rumgekommen. Das haben wir selbst gesehen und erlebt, dass die großen Ziege nicht rumgekommen sind. Also war das eine Notwendigkeit, die Umgehungsstraße. Ah. Und Abbruch haben sie uns auch nicht viel getan, so sehe ich das. Denn die haben ja sowieso nicht gehalten, die Fernfahrer. Die sind ja nur durchgefahren. Wir hatten einen Krach und einen Dreck. Und andere Orte wünschen sich das nur um die Jungstraße. Und zum guten Schluss haben sie ja noch unser Wegedenkmal umgefahren, den Teuren Christian. Und das hat ja Werner dann mit wieder initiiert, dass wieder aufgebaut wurde. Teuren Christian. Du hattest eben gesprochen von der Drahtstande. Ist jetzt eben gekommen? Ist die Drahtstande jetzt gekommen? Ja? Sind Sie nicht die Drahtstande? Ich bin nicht die Drahtstande.
Nee, halten Sie ruhig mal, dass wir das mal richtig schön in der Kamera sehen hier. Das ist die Radegast zur Drahtstande. Darf ich mal fragen, wer Sie sind? Mein Name ist Lisa Schöppe. Ich bin die Grafikdesignerin, die das hier gestaltet. Und wie oft machen Sie das? Das ist jetzt unsere dritte Ausgabe. Geplant ist 4-mal im Jahr. Und da wird richtig drin getratscht, ja? Ja, doch. Gibt es auch also kuriose Sachen auch? Natürlich. Auch was zum Schmunzeln? Ja, na klar, auf jeden Fall. Da muss ich gleich mal, wenn es zum Schmunzeln muss, Lisa, warte mal, da muss ich gleich mal hier unseren Dr. Loveman. Aha, Dr. Loveman, das ist ja interessant. Erzähl was dazu. Beantwortet alle Fragen, man kann die Fragen stellen und er muss dann die Antworten bringen, in allen Richtungen. Also das ist wie bei der Bravo damals, Dr. Sommer. Genau, ja? Das ist unser Dr. Loveman. Und er macht das auch, gibt es denn Menschen wirklich? Ja, oder den ist das? Gibt's auch, der wohnt hier oben sogar. Also, und dazu gibt es noch eine... Seit der zweiten Ausgabe auch eine Kinderdrahtstante. Da unsere Kinder auch was haben müssen, da wir so viel Jugend, also so viel Kinder haben hier im Radegast, haben wir gesagt, oder hat die Redaktion gesagt, das jetzt machen wir auch eine Drahtstante für die Kinder. Also ist ja richtig was los im Radegast. Ja. Fazit ist, Radias, so wie ich das heute gehört habe, ist besser als, ich sage es mal so, als der Ruf in den letzten Jahren gewesen ist. Es hat sich doch einiges geändert hier. Und ich glaube, die Leute, wie einem schon gesagt wurde, ziehen sehr viel nach Radegast her, die jungen Leute von auswärts. Und der Ort wird belebt. Ich bedanke mich bei den Herren hier. Viel Spaß zur nächsten Fußwanderung und schönen Dank für die ganze Sache. Bitteschön.